Verschiedene Absichten und theoretische Positionen zwischen Marx und Engels auszumachen, ist zu einer gebräuchlichen, aber wenig hinterfragten Praxis in der Geschichte marxistischer Theoriebildung geworden. Engels Dialektik der Natur, für manche ein vernachlässigbares Fragment, eine wesentliche Bereicherung des Marxismus für andere, steht exemplarisch dafür. Die Debatte um Friedrich Engels ist in zwei Lager geteilt. Engels als derjenige, der Marx neuen Materialismus vulgarisiere und schematisiere, beziehungsweise Engels als tragende Säule des dialektischen Materialismus. Kaan Kangal hat in seinem Buch Friedrich Engels und die Dialektik der Natur Engels Werk einer kritischen Lektüre unterzogen, wobei er argumentiert, dass Engels dialektische Theorie weniger vollkommen ist, als das eine Lager denkt, aber wesentlich mehr in Sachen Theoriebildung erreicht hat, als seine Kritiker ihm zugestehen wollen. Der folgende Vortrag ist eine Zusammenfassung eines Beitrages von Kaan Kangal, welcher in der Juni-Ausgabe der Zeitschrift für marxistische Erneuerung erscheinen wird. Dass akademische Debatten zu politischen Schlachtfeldern werden, ist in der Geschichte des Marxismus nichts Ungewöhnliches. Die Rezeptionsgeschichte von Engels Dialektik der Natur im 20. Jahrhundert ist ein gutes Beispiel dafür. Tatsächlich kenne ich kein anderes Werk in der marxistischen Theoriegeschichte, das so viel Verwirrung und Konflikt hervorgebracht hat wie dieses. Wenn es einen Wettbewerb um den am häufigsten angegriffenen Autor gäbe, vermutlich würde Engels diesen Wettbewerb gewinnen. Mittlerweile hat die Engels-Kritik, insbesondere jene an der Dialektik der Natur, eine fast 100-jährige Geschichte und ich wage es zu bezweifeln, dass sie bald enden wird. Ein Dauerbrenner der Debatte ist die Auseinandersetzung um die Vorzüge der Dialektik Engels. Engels ist, um nur ein paar Anschuldigungen seiner Kritiker zu nennen, vorgeworfen worden, Dogmatismus, Eklektizismus, Positivismus oder gar Metaphysik zu betreiben. Es wird behauptet, dass die Dialektik der Natur genuin Engels eigene Erfindung war und deutlich von dem sozialwissenschaftlichen Unternehmen Marx unterschieden werden sollte. Engels Verteidiger wiederum kritisieren diese scharfe Kontrastierung und verteidigen ihn gegen die ihm vorgeworfenen Schwachstellen. Sie betonen, dass was auch immer unter materialistischer Dialektik fällt, keine einsame Erfindung von Engels, sondern das Ergebnis der gemeinsamen Arbeit mit Marx ist. Entsprechend fallen diese Ansichten von Marx und Engels nicht auseinander, vielmehr ergänzen sie sich in Hinsicht auf die Dialektik der Natur. Es ist ziemlich offensichtlich, dass es bei dieser scharf geführten Debatte letztlich um die ziemlich enge Frage geht, ob Engels einen Platz im Marxismus verdient hat oder nicht. Und doch erscheint es seltsam, dass man einem der Gründungsväter des modernen Sozialismus an seinem 200. Geburtstag mit solch gemischten Gefühlen gedenkt. Aus heutiger Sicht dürfte eigentlich zu Recht erwartet werden, dass sich die Debatte auf grundlegendere Fragen konzentriert. Wie lässt sich Engels Dialektik auf der Grundlage seiner Texte verstehen? Was waren seine Absichten und Ziele? Welche davon konnte er erreichen und wo ist er gescheitert? Diese Fragen bedürfen eigentlich keiner weiteren Rechtfertigung, denn wenn die Anwendung der Dialektik auf die Natur einen zentralen Problemgegenstand bildet, sollten Definitionen von Dialektik sowie ihre Verbindung zu den Begriffen des Gegensatzes und des Widerspruchs Kernangelegenheiten der Debatte sein. Die Schwierigkeit ist allerdings nicht, dass Engels diese Schlüsselbegriffe nicht definiert oder systematisch benutzt hätte, sondern sie liegt darin, dass er einige seiner Kernthesen nicht weiter ausführte und einen philosophischen Ansatz hinterließ, der in einigen Fällen philologisch für kontroverse Interpretationen offen ist. Über die Jahre hinweg verschoben sich mit der Behandlung verschiedener Probleme und der Adressierung unterschiedlicher Zielgruppen in Engels Schriften auch seine Absichten. Genau diese Absichten verdienen jedoch eine sorgfältige Betrachtung, in der zunächst keine andere Stimme als Engels eigene gehört werden sollte. So gesehen ist auch das, was Marx zur Dialektik Engels gesagt hätte, weniger entscheidend, als es auf den ersten Blick scheinen könnte. Im Folgenden werde ich mich daher auf das von Engels gesponnene Netz dialektischer Kategorien konzentrieren, so wie er es im Antidium und der Dialektik der Natur entwickelt.
Ich werde die je unterschiedliche Konfiguration der Begriffe Dialektik, Gegensatz und Widerspruch in beiden Werken herausarbeiten und einen Einblick in Engels Versuch geben, das aristotelische und hegelische Erbe der Dialektik anzutreten. Engels hat zu verschiedenen Gelegenheiten deutlich gemacht, dass sein Unternehmen keineswegs abgeschlossen ist und eine sehr viel gründlichere Bearbeitung erfordert, als er sie bereits leisten konnte. Diese Aussage ernst nehmen, versuche ich die Frage zu beantworten, was Engels dazu gebracht hat, einen eigenen dialektischen Ansatz zu entwickeln und warum es sich lohnt, diesen weiter zu verfolgen. Eugen von Düring, ein in damaligen SPD-Kreisen einflussreicher Berliner Universitätsprofessor, geriet zum ersten Mal in Engels Aufmerksamkeit als Autor einer kritischen Besprechung von Marx' Kapital. Engels machte Marx darauf aufmerksam und dieser antwortete, dass Düring vieles missverstanden hätte, darunter auch Marx' Verständnis von Dialektik und sein Verständnis zur hegelischen Dialektik. Marx bezeichnete Düring ironisch als einen großen Philosophen, da er eine natürliche Dialektik gegen Hegels Unnatürliche geschrieben hätte. Laut Düring ist das Marx'sche Kapital erfüllt von einem hegelischen Geist. Nicht nur würde Marx die dialektischen Kategorien Hegels auf exakt die gleiche Art benutzen und auf die politische Ökonomie anwenden, sondern er wiederholt dabei auch die Fehler der hegelischen Dialektik. Der Hauptmakel so Dürings Argument ist dabei das sogenannte Prinzip des Widerspruchs. Widersprüche seien letztlich nur Absurditäten der Logik. Hegels Idealismus würde jedoch Begriffe mit Realitäten verwechseln und daher die Vorstellung des Widerspruchs in die reale Welt projizieren. Eine solche Sache wie einen realen Widerspruch gäbe es aber nicht. Dieser arabesken Unlogik stellt Düring eine natürliche Dialektik entgegen, die von einer anderen strukturellen Kernannahme ausgeht, die Einheit der Gegensätze. Die Wechselbeziehung und Durchdringung der mechanischen Kräfte der Natur sei ein Beispiel für reale Gegensätze. Reale Gegensätze wiederum seien Antagonismen oder Widerstreit. In seiner Replik argumentiert Engels, dass Düring das Grundproblem lediglich terminologisch wegerklären würde, indem er reale Widersprüche als Antagonismen bezeichne. Engels arbeitet diese Behauptung ausführlich heraus und unterscheidet zudem drei Arten von Widersprüchen, die sich als erstens Widersprüche in der Natur, zweitens Widersprüche als theoretische Inkonsistenz und drittens Widersprüche, die jeder wissenschaftlichen Theorie inhärent sind, wiedergeben lassen. Hinsichtlich des ersten Typs gibt er im Wesentlichen eine Liste ausgearbeiteter Beispiele realer Gegensätze in der Natur, wie etwa Notwendigkeit und Zufall, die Interaktion gegensätzlicher physikalischer Kräfte und der Ursache und Wirkung und kommt zu dem berühmten Schluss, dass Bewegung selbst ein Widerspruch ist. Den zweiten Typus bezeichnet er als den absurden Widerspruch. Dies ähnelt zwar der Konzeption Dürings, wird von Engels aber gegen ihn verwendet. Den dritten Typus schließlich verortet er zwischen dem menschlichen Versuch, eine entsprechende, erschöpfende wissenschaftliche Darstellung dieses Zusammenhangs, die Abfassung eines exakten Gedankenabbildes des Weltsystems, in dem wir leben, zu geben, und dem unvermeidlichen Scheitern bei der Lösung dieser Aufgabe. Wir haben es hier mit einem Widerspruch zwischen der potenziell unbegrenzten Wissenskapazität der Menschheit und ihrem biologischen, physischen oder kognitiven Grenzen bei einzelnen Individuen zu tun. Dieser Widerspruch könne seine Lösung nur in der unendlichen progressiven Entwicklung der Menschheit, in der für uns wenigstens praktisch endlosen Aufeinanderfolge der Menschengeschlechter und im unendlichen Fortschreiten des Wissens vom Bekannten zum Unbekannten finden. Dieser dreifachen Unterscheidung der Widersprüche folgend gibt Engels auch eine dreifache Definition von Dialektik als erstens widersprüchliche Strukturen in der Natur, zweitens eine spezifische Methode des Denkens und drittens eine holistische Theorie der Totalität. Hinsichtlich der ersten Definition schreibt er, dass der Kernpunkt der dialektischen Auffassung von Natur die Anerkennung der Gegensätze und Unterschiede in der Natur sei. Jeder natürliche Prozess ist wesentlich antagonistisch, das ist, er enthält einen Widerspruch oder das Umschlagen eines Extrems in sein Gegenteil in sich. Wir haben hier die Grundlage dessen, was Engels als Denkmethode
die in polaren Gegensätzen vorgeht, bezeichnet. Dabei geht es für Engels nicht darum, die dialektischen Gesetze in die Natur hineinzukonstruieren, sondern sie in ihr auszufinden und aus ihr zu entwickeln. Dies führt uns zur dritten Definition von Dialektik als Wissenschaft von den allgemeinen Bewegungs- und Entwicklungsgesetzen der Natur, der Menschengesellschaft und des Denkens. In anderen Worten, die Einheit der widersprüchlichen Gegensätze ist eine elementare und universelle Struktur der Natur, der Gesellschaft und des Denkens. In jeder dieser Sphären der Realität nimmt sie eine gesonderte Form an und ist entsprechend der verschiedenen Aspekte der Dialektik unterschiedlich zu behandeln. Im Kontrast zwischen den verschiedenen Perioden Engels Denken zeigt sich, dass bescheiden ausgedrückt die Verwendung des Begriffs des Widerspruchs durch Engels seinen Höhepunkt im Antidering findet. Aus dieser Sicht wird deutlich, dass Engels dialektisches Feuer noch aus der Periode von 1873-1876 stammt. Zwar werden alle vorhin erwähnten Typen von Widersprüchen, wenn auch weniger häufig von Engels, auch in der Prä-Antidüring-Periode aufgeführt. Reale Widersprüche werden von ihm in dieser Zeit schlicht als Widersprüche bezeichnet, aber nachdem Antidüring wird der Begriff von ihm fast nur noch im Sinne theoretischer Inkonsistenz verwendet. Die einzige Ausnahme bildet die Skizze des Gesamtplans von 1878, die von Engels jedoch 1880 revidiert wird. Anschließend lässt er den Begriff des Widerspruchs ganz fallen. In gewisser Weise hinterlässt dieses Fallenlassen in der sehr späten Phase seiner Arbeit den Eindruck, dass der Antidüring viel von dem absorbiert hat, was Engels über Dialektik und Widerspruch hätte sagen können. Wenn es für den Leser einmal klar wäre, so könnte Engels gedacht haben, dass Bewegung Widerspruch ist und alles in Bewegung ist, dann ist das Rätsel der Dialektik gelöst. Auffällig ist auch, dass der Kernbegriff der Post-Antidüring-Periode, insbesondere in der Skizze des Gesamtplans von 1878, nicht Dialektik oder Widerspruch lautet, sondern Bewegung in der Natur, Gesellschaft und dem Denken. Beginnen wir mit den realen Widersprüchen. Sie werden in der Dialektik der Natur lediglich dreimal explizit genannt. Der erste Anlass ist die Diskussion der newtonschen Physik und ihrer Analyse der Bewegung der Planeten. Die Rotationskraft gerate mit sich selbst in Widerspruch und trete einerseits als Anziehungskraft, andererseits als Tangentialkraft in Erscheinung. Ein zweites Mal taucht der Begriff bei der Charakterisierung des Verhältnisses von Notwendigkeit und Zufall auf. Hier in Verbindung mit dem Widerspruch im Sinne der theoretischen Inkonsistenz und dem Vorwurf, dass die Metaphysik die Existenz realer Widersprüche ignorieren würde. Zu guter Letzt findet sich der Begriff in der Skizze des Gesamtplans von 1878 als eines der Gesetze der Dialektik, Entwicklung durch den Widerspruch oder Negation der Negation. Im Sinne der theoretischen Inkonsistenz verweist der Begriff zudem auf einen Widerspruch innerhalb des anti-evolutionistischen Weltbildes, das davon ausgeht, dass die Erde sich verändert, nicht jedoch die in ihr lebenden Organismen. Engels argumentiert, dass Hegels Betrachtung über Zufall und Notwendigkeit von den Naturwissenschaften lediglich als paradoxe Sprachspielerei oder sich selbst widersprechender Unsinn betrachtet werden. Weitere Verwendungsweisen beinhalten die Benennung von Widersprüchen zwischen Behauptungen und naturwissenschaftlichen Gesetzen oder Widersprüche als Denkfehler. Auch die Betonung der Existenz realer Widersprüche nimmt von den frühen zu den späten Phasen des Engelschen Werks ab. Während sie häufig in der Prä-Antidüring-Periode erwähnt werden, tauchen sie in der Zeit nach dem Antidüring seltener auf. Ein bleibendes Anliegen ist die Rettung von Gegensatzpaaren wie Ursache und Wirkung oder Identität und Differenz vor ihrer metaphysischen Behandlung. Ebenso der Beweis, dass zum Beispiel die Struktur der Polarisierung sowohl in der physischen Natur als auch im menschlichen Denken vorkommt. Engels weitere Verweise auf Beispiele aus der Mathematik, der Geometrie und der Physik sind diesbezüglich bekannt.
wie in der Skizze des Gesamtplans von 1878 spricht er schlecht von polaren Gegensätzen, von der Durchdringung der Gegensätze sowie von Hauptgegensätzen. Engels Herangehen an Dialektik ist da recht überschaubar. Durchgängig spricht er von dialektischen Übergängen zwischen natürlichen Sphären oder Kategorien oder dialektischen Beziehungen zwischen Gegensätzen. Darüber hinaus bietet er eine ganze Reihe von Definitionen von Dialektik an. Dialektik der Naturwissenschaft, Gegenstand der sich bewegende Stoff. Die verschiedenen Formen und Arten des Stoffs selbst fiel er nur durch die Bewegung zu erkennen. Die Dialektik, die sogenannte Objektive, herrscht in der ganzen Natur und die sogenannte subjektive Dialektik, das dialektische Denken, ist nur Reflex der in der Natur sich überall geltend machenden Bewegung in Gegensätzen, die durch ihren fortwährenden Widerstreit und ihr schließliches Aufgehen ineinander. Auch finden sich alternative Definitionen von Dialektik als Wissenschaft von den allgemeinen Gesetzen der Bewegung und Dialektik als Wissenschaft von den Zusammenhängen. Ähnliche Formulierungen finden sich bis hinein in die Skizze des Teilplans von 1880. Statt von der Dialektik als zentralem Anlass sprach er hier von der Bewegung im Allgemeinen und ließ darauf die Attraktion und Repulsion als Form der Übertragung der Bewegung folgen. Er vermied zunehmend jede direkte Benutzung sowie Verweise auf seine frühere dialektische Terminologie und dies blieb auch so bis 1886. Im September 1879 macht er sehr klar, dass es nicht seine Intention sei, ein Handbuch der Dialektik zu verfassen, sondern es vielmehr darum ginge, nachzuweisen, dass die dialektischen Gesetze wirkliche Entwicklungsgesetze der Natur, also auch für die theoretische Erforschung der Natur gültig sind. Der dem zugrunde liegende rote Faden besteht in der Systematisierung der Naturwissenschaften, die jetzt mehr und mehr nötig wird. Eine solche Systematisierung könne jedoch nicht anders gefunden werden als in den Zusammenhängen der Erscheinung selbst. Bereits 1874 macht Engels auf die wichtige Unterscheidung zwischen den Naturwissenschaften und ihrer jeweiligen unreflektiert vorausgesetzten theoretischen Grundlage aufmerksam. Naturforscher glauben, sich von der Philosophie zu befreien, indem sie sie ignorierten oder über sie schimpfen. Letztlich seien sie jedoch nicht in der Lage, Wissenschaft zu betreiben, ohne wissenschaftliche Kategorien anzuwenden. Unabhängig davon, welche Haltung sie zur philosophischen Theorie auch immer einnehmen mögen, sie sind und werden immer unter der Herrschaft der Philosophie stehen. Es fragt sich nur, ob sie von einer schlechten Modephilosophie beherrscht werden wollen oder von einer Form des theoretischen Denkens, die auf der Bekanntschaft mit der Geschichte des Denkens und mit deren Errungenschaften beruht. 1878 beschreibt er sein eigenes Vorhaben als einen Beitrag dazu, den Graben zwischen den empirischen Wissenschaften und der philosophischen Theorie zu überwinden. Die Aufgabe, die er der dialektischen Philosophie zuschreibt, besteht darin, eine solide theoretische Grundlage der empirischen Naturwissenschaft zu fundieren und einige im Rahmen des naturwissenschaftlichen Programms formulierte Hypothesen zu untermauern. Für eine selbstbewusstere theoretische Orientierung sei es notwendig, dass sich die Naturwissenschaften an die Philosophie oder genauer gesagt an die Dialektik wenden, denn gerade die Dialektik ist für die heutige Naturwissenschaft die wichtigste Denkform, weil sie allein Analogen und damit die Erklärungsmethode bietet für die in der Natur vorkommenden Entwicklungsprozesse, für die Zusammenhänge im Ganzen und Großen, für die Übergänge von einem Untersuchungsgebiet zum anderen. Dies scheint auch der Grund dafür zu sein, dass er seine dialektische Terminologie in eine naturwissenschaftliche umwandelt, wenn er etwa schreibt, die Einheit einer Bewegung in der Natur ist nicht mehr eine philosophische Behauptung, sondern eine naturwissenschaftliche Tatsache. Wie er es an anderer Stelle formuliert, wird die Bewegung als die Existenzweise, das inhärente Attribut der Materie konzipiert, und sie umfasst alle Veränderungen und Prozesse, die im Universum stattfinden, vom bloßen Ortswechsel bis hin zum Denken. Es versteht sich von selbst, dass Engels davon ausgeht, dass Bewegung dialektisch ist, weil sie durch die Einheit der Gegensätze, nämlich Identität und Unterschied, strukturiert ist. Unklar ist jedoch, warum er mehr Zeit in Untersuchungen verschiedener Bewegungsformen und deren Verbindung in der Natur sowie deren Darstellung in naturwissenschaftlichen Theorien investiert.
Ich vermute, dass eine genauere Untersuchung und eine präzisere Nutzung der dialektischen Terminologie für ihn zunehmend nebensächlich wurden. Auch wenn er hervorhob, dass das Erklärungsgebiet der philosophischen Theorie weiterentwickelt und ihre Terminologie verbessert werden muss, wofür der systematische Rückgriff auf vorgehende dialektische Philosophien, antike griechische Philosophie, deutscher Idealismus, von großer Notwendigkeit sei, lässt er eine Reihe von Fragen offen. Ist die Einheit der Gegensätze notwendigerweise widersprüchlich? Inwieweit sind reale Widersprüche dialektisch? Und wie sind sie von der Hegelischen Interpretation der Dialektik zu unterscheiden? In welchem Sinne können wir von einer Kontinuität der dialektischen Philosophie von den antiken Griechen zu den deutschen Idealisten sprechen? Engels war sich zwar der Notwendigkeit einer eingehenderen Untersuchung dieser Fragen bewusst, wie im nächsten Abschnitt zu zeigen ist, aber es kann bezweifelt werden, dass er vorhatte, sie zu einem wesentlichen Teil des Programms einer Dialektik der Natur zu machen. Im Antithyrium behauptet Engels, wie bereits erwähnt, dass Bewegung selbst Widerspruch ist. Auf diese Aussage folgt jedoch eine noch merkwürdigere Behauptung. Sogar schon die einfache mechanische Ortsbewegung kann sich nur dadurch vollziehen, dass ein Körper in einem und demselben Zeitmoment an einem Ort und zugleich an einem anderen Ort, an einem und demselben Ort und nicht an ihm ist. Ich fürchte, dass diese zweite Behauptung weder die erste unterstützt noch erklärt. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass er hier entgegen dem Common Sense argumentiert, denn ein Körper, zumindest im Sinne der klassischen Physik, kann nicht gleichzeitig hier und woanders sein. Beim Schreiben dieser Zeilen dachte er vielleicht an seine Skizze von 1874 über die physische Kraft, in der er die Übertragung von Kraft von einem Körper auf einen anderen beschreibt. Wenn ein Körper auf einen anderen Körper Kraft ausübt, ist das Ergebnis eine Äußerung von Kraft in diesem Körper. In diesem eingeschränkten Sinne könnte man vielleicht sagen, dass eine Entität gleichzeitig hier und anderswo ist, wenn auch in verschiedenen Formen. Darüber hinaus stammt die Formulierung an einem Ort und gleichzeitig woanders sein vermutlich von Parmenides und Zeno von Elea oder zumindest aus der hegelischen Interpretation derselben, während die These Bewegung ist Widerspruch auf Heraklits Pantarei zurückgeht. Bemerkenswerterweise kommt Engels auf Parmenides Idee nie wieder zurück, reformuliert jedoch Heraklits Pantarei viele Male. In dieser Hinsicht bevorzugt Engels eine hegelische Terminologie und spricht von einem dialektischen Verhältnis von Identität und Unterschied und der Tatsache, dass die Identität den Unterschied in sich enthält. Er versucht, einen Gedanken mit Hilfe der Biologie zu veranschaulichen, wenn er schreibt, dass die Pflanze, das Tier, jede Zelle in jedem Augenblick seines Lebens identisch mit sich und doch sich von sich selbst unterscheidend ist, durch Aufnahme und Ausscheidung von Stoffen, Atmung durch Zellenbildung und Zellenabsterben. Aber was könnte er damit gemeint haben, dass die Identität den Unterschied in sich enthält? Nehmen wir ein beliebiges Objekt zu einem gegebenen Zeitpunkt, an einem bestimmten Ort und mit einer Reihe von Eigenschaften, darunter Form, Farbe und Gewicht. Normalerweise identifizieren wir das Objekt auf eine sehr grobe Art, indem wir einem Minimum an Eigenschaften unserer Aufmerksamkeit schenken. Eine Identifizierung im strengeren Wortsinne würde hingegen eine vollständige Liste der Eigenschaften des Objektes voraussetzen. In diesem Fall können wir auch als die strikte Identität des Objekts bezeichnen. Stellen wir uns nun eine Variation von mindestens einer dieser Eigenschaften vor. Der Gegenstand könnte an einem anderen Ort sein, eine andere Farbe haben oder uns zu einem anderen Zeitpunkt begegnen. In einem strikten Sinne ist dann derselbe Gegenstand nicht mehr mit seinem vorherigen Zustand identisch, denn die Liste der Eigenschaften, die ihn ausmachen, hat sich verändert. Im Sinne der strikten Identität müssten aber beide Objekte sämtliche Eigenschaften gemein haben. Offensichtlich ist dies nicht der Fall. Aus dieser Perspektive ist es also gleichzeitig dasselbe Objekt und wiederum nicht dasselbe Objekt. Daher der Widerspruch.
Nun ist das Problem, dass alles inklusive unseres Gegenstandes sich in ständiger Veränderung befindet. Wie kann es also sein, dass wir überhaupt in der Lage sind, etwas zu identifizieren? Die Hegelsche Antwort, die auch Engels annehmen würde, würde lauten, dass unser Begriff von Identität sowohl das strikte Konzept der Identität als auch den Wandel des Objekts beinhalten sollte. Der entsprechende Begriff von Identität im Allgemeinen müsste also ein Prinzip der Veränderung beinhalten, welches auf das Gegenteil von dem hinausläuft, was partikulare Identität ist. Identität als solche übergreift also Identität und Nicht-Identität.